Hallo liebe Löwenfans, auch in dieser Sommerpause wollen wir euch rund um die Löwen Frankfurt informieren in unserem Löwengebrüll. Und an unserer Seite ist auch wieder unser Partner Online Digital X. Und nach der Saison ist ja immer vor der Saison und da gibt es eine Menge Gesprächsbedarf. Dazu habe ich mir heute eingeladen unseren geschäftsführenden Gesellschafter Stefan Krämer, den Gesellschafter Andreas Stracke und natürlich unseren Sportdirektor Franz-David Fritzmeier. Jetzt habe ich gleich eine Frage an euch drei. Schön, dass ihr erstmal da seid. Schön, dass es geklappt hat, dass wir alle zu einem Termin uns hier in der Löwen Lounge verabreden konnten. Meine erste Frage an euch drei. Mit wie vielen Zuschauern rechnet ihr zum ersten Heimspiel bei uns in der Eissporthalle? Stefan. Ist das nicht abhängig davon, gegen wen wir spielen? Ja, auch. Okay, also aus dem Bauch heraus würde ich sagen, die Hälfte, 50% kriegen wir erlaubt. Und dann ist natürlich abhängig davon, natürlich auch mit den Restriktionen, mit Impfen und all diese Themen, Einlassrestriktionen. Ich sage 50%. 50%. Franz? Wenn ich darüber schaue, würde ich mich sehr danach sehnen, wenn die Halle bebt am ersten Spieltag. Ob es realistisch ist, wahrscheinlich eher nicht. Aber dieses Gefühl mal wieder zu haben, wäre echt geil. So oft wie möglich in der Saison. Andreas, deine Einschätzung? Was glaubst du, wie also ich hoffe, aussieht? Dass wir mit unserem Hygienekonzept punkten können, was wir schon seit einigen Monaten in der Schublade haben. Und im Rahmen der Lizenzierung sind, glaube ich, 80% der Zuschauer von 2019 erlaubt. Und wir werden um jeden einzelnen Platz natürlich kämpfen. Und ich hoffe, dass wir uns an dieser Zahl von 80% Kapazität orientieren können und am Ende diese Zuschauer auch in der Halle begrüßen können. Ja, das hört sich schon sehr pessimistisch an. Ich sage mal, die Inzidenzzahlen sind unter 50 inzwischen. Wir sind ich sage mal, spätestens im August alle geimpft. Ich sage dir, es wird wieder ganz normal, es kommen wieder alle rein in den neuen Saison. Wir sprechen nachher, Stefan, wir fangen mal an und sprechen mal über die letzte Saison. Gerne. Natürlich sind wir alle getestet zu dieser Sendung heute. Die Abstandsregel gilt natürlich trotzdem. Stefan, meine erste Frage an dich. Die Finals sind gespielt, packende Finals, 5. Spiel, die Entscheidung gefallen. Bietigheim ist Meister geworden und steigt auf. Ist es für dich eine Überraschung nach der Saison? Nee, eine Überraschung ist es für mich nicht. Es ist erstmal eine brutal geile Story, wenn man überlegt, wo Bietigheim herkommt im Sommer mit dem Entzug der Lizenz. Bis hin sich durch eine schwere Corona-Saison gekämpft, hatten auch Corona-Fälle in ihrem Team gehabt, sind dann Vierter geworden, was okay war. Und dann einfach überragende Playoffs gespielt. So musst du spielen, wenn du zum Schluss Meister werden willst und dann den haushohen Favoriten Kassel in Spiel 5 noch zu schlagen. In Kassel nach 2:0 Serienrückstand, muss ich sagen, ist eine sensationelle Story. Gut für die DEL 2. Und genauso haben wir es uns doch auch als DEL 2 gesehen, vorgestellt, dass einer von den Teams, die sich beworben haben um den Aufstieg in die DEL, dann auch tatsächlich die Chance haben, eben als Meister hochzugehen. Insofern, ich finde es super. Gratulationen an Bietigheim, haben eine Menge richtig gemacht. Und tut mir aber auch ein Stück weit ernsthaft leid für Kassel, denn nach so einer Saison dann halt nicht aufzusteigen und mit leeren Händen dazustehen, so ist der Sport, ja. So ist es, ja. Auch von mir an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch nach Bietigheim. Kommen wir aber mal zu uns. Wie fällt denn dein Fazit aus für diese Corona-Saison? Brutal. Also ich meine, es sind ja einige Interviews auch geführt worden und ich habe es auch in der HR-Doku gesagt gehabt, das war für mich als verantwortlicher geschäftsführender Gesellschafter der Löwen eine brutale Saison. Ich habe extrem viele schlaflose Nächte gehabt, natürlich auch. Muss ich kurz mal unterbrechen, apropos, damit ich es nicht vergesse, wegen der Doku, da hast du ja gesagt, du siehst die Wand von 2 Millionen Euro vor die Wand fallen und kannst dann schlecht schlafen oder so ungefähr war deine Formulierung. Wann war das gewesen? Wann ist die? Das war im Dezember. Im Dezember? Das war Mitte Aussage vom Dezember. Mitte Dezember war das. Ja, okay, ja. Gut. Entschuldigung, habe ich dich unterbrochen, geht weiter. Genau. Nein, also was ich sagen wollte, das war für mich persönlich war es brutal, für meine Familie natürlich auch brutal, weil sie gesehen haben, wie ich auch leide natürlich, denn wir hingen ja am Fliegenfänger, ja, wissend, dass wir keine Zuschauereinnahmen haben, bis auf die Dauerkarteninhaber, die gesagt haben, ich gebe mein Geld den Löwen. Darüber hinaus haben wir ja fast keine Einnahmen gehabt. Ein bisschen Sponsoring noch on top. Und man darf nicht vergessen, wir haben letztes Jahr knapp 4,5 Millionen Umsatz gemacht und gehen dann runter um einen doch sehr deutlichen Betrag und nicht wissen, wo das Geld herkommt. Parallel sind die Kosten unverändert hoch. Das ist... Ja, eine Überraschung war, ist es aber für dich nicht gewesen. Du hast es schon auch vor der Saison gesagt. Ich kann mich noch erinnern oder habe es was du gesagt hast, im Löwengebrüll am 3. November war das gewesen, also vor der Saison, in dem letzten Löwengebrüll, was wir gemacht haben, am 3. November, was du gesagt hast, schauen wir uns mal gerade an. Ja, aber lass mich noch mal ganz kurz einen Punkt machen bezüglich dem Saisonziel. Ja, natürlich wollen wir, wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gegeben sind, auch nach Corona aufsteigen, überhaupt keine Frage, sportlich aufsteigen. Aber wir haben natürlich auch ein ganz anderes Ziel und das bedeutet, wir wollen überleben. Ja? Der gesamte Eishockeysport will überleben. Ja, du hast es gesagt, vor der Saison, das Wichtigste ist zu überleben. Überleben wir? Rüdiger, daran hat sich auch nichts geändert. Ja? Also um die Frage konkret zu beantworten, wir werden überleben, denn wir haben Unterstützung aus Berlin bekommen, Zuschüsse, Überbrückungsgeld und November-Dezember-Hilfe und Zuschüsse aus dem Bereich des BMIs für den Profisport. Also alles in allem wird die Saison gut ausgehen im Sinne eines blauen Auges. Wir werden Verlust machen, überhaupt keine Frage. Ich habe ja gerade gesagt gehabt, dass wir extrem hoch gefallen sind. Und ich habe das ja alles schon gesagt gehabt. Ja. In der DEL 2 hat es keinen Club so hart getroffen wie uns, denn wir hatten die höchsten Zuschauereinnahmen und haben jetzt genau gar keine Zuschauereinnahmen, bis auf die Dauerkarten, die eben bei uns verblieben sind. Da nochmal ein ganz, ganz herzliches Dank dafür, dass ihr uns in der Form unterstützt habt. Aber es geht nach wie vor ums Überleben. Stand heute sind wir safe, überhaupt keine Frage, aber es geht natürlich auch um die Planung für die neue Saison. Und das ist schon eine Herausforderung, ja. Aber es wird sicher eine neue Löwensaison geben. Mit Sicherheit. Das ist ja mal das Wichtigste. Jetzt haben wir es ja gesehen, ich habe euch am Anfang ja ganz bewusst die Frage gestellt, mit wie vielen Zuschauern rechnet ihr? Und wenn ich das so in meinem Bekanntenkreis oder mit Eishockeyfreunden, wenn ich dort frage, bekommst du immer unterschiedliche Zahlen gesagt. Der eine sagt mal 1.000 Zuschauer, der andere sagt mal 5.000 Zuschauer, der andere mal 3.000 Zuschauer. Das zeigt ja aktuell wieder, man muss ja immer vom aktuellen Geschehen ausgehen, man kann eigentlich gar nicht planen. Jetzt gibt es aber Mannschaften wie zum Beispiel Landshut als Mitbewerber in der DEL 2, die ordentlich Spieler verpflichten, gute Spieler verpflichten, viele Spieler schon verpflichten. Wie ist das denn möglich? Für die ist es doch exakt die gleiche Situation wie für uns. Für die die wissen ja auch nicht, wie viele Zuschauer sie nächstes Jahr haben können. Also konkret auf Landshut angesprochen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie haben eben einfach Sponsoren im Hintergrund, die sagen, hol Spieler, die du brauchst und koste es, was es wolle. Oder sie sind bis an Ende des Regenbogens marschiert und haben dort Gold gefunden. Ich glaube, es war Ersteres. Ich hoffe, sie wissen, was sie tun. Ist natürlich spannend zu sehen, was dort in Landshut eben gerade passiert, was aber auch letzten Endes für uns schwieriger macht. Ich bin mit Franz jeden Tag intensiv im Dialog bezüglich Spieler für die kommende Saison, all diese Dinge, die wir einfach diskutieren. Und wenn du dann siehst, was da für Beträge bezahlt werden, das ist schon irre. Also für mich nicht nachvollziehbar, aber es gilt ja auch nach wie vor das Vorsichtsprinzip. Ja? Also das heißt, wenn ich nicht weiß, wie viele Zuschauer in die Halle rein dürfen, dann muss ich schon auch zusehen, dass ich eben den Fokus nicht verliere. Und der Fokus ist, und ich wiederhole es jetzt alleine heute zum 5. Mal, das Überleben des Clubs. Ja? Okay. Und da ordnen wir natürlich den sportlichen Erfolg ein Stück weit unter. Klar wollen wir nächste Saison eine Rolle spielen und klar wollen wir bestenfalls Meister werden. Daran hat sich nichts geändert. Wir haben uns ja auch wieder für die DEL beworben, dann dementsprechend für 22, 23. Sprich, wir wollen Meister werden in der nächsten Saison, aber es muss wirtschaftlich darstellbar sein. Aber das will ich auch gerade nochmal, finde ich eine wichtige Aussage. Wir legen auf jeden Fall, jetzt ist ja die Lizenzprüfung, steht ja an, wir legen auf jeden Fall die Bürgschaft sowohl für den sportlichen Aufstieg, wie auch wenn wieder einer ausfällt? Ja, ist ziemlich kompliziert. Also wir haben jetzt... Gestern, am 24.05. ist die Frist ausgelaufen für die Bewerbung bei der DEL für den sportlichen Aufstieg. Bei der DEL? Bei der DEL, genau. Ja. Für den sportlichen Aufstieg in der Saison 21/22, um dann an der DEL-Saison als sportlicher Meister an der DEL-Saison 22/23 teilzunehmen. Das heißt, dafür haben wir 816.000 € an Bürgschaft hinterlegt, Anträge ausgefüllt. Der andere Teil der Frage, die du gestellt hast, war bezüglich dem wirtschaftlichen Nachrücker. Wir haben uns zwar beworben als einziger, da war die Frist am 10. Februar diesen Jahres, da haben wir weitere 100.000 € bei der DEL hinterlegt dafür, dass wir ein Nachrücker sein dürfen, aber Das Thema ist jetzt durch, dadurch, dass eben sowohl Kassel als auch Bietigheim vor uns stehen, aufgrund der sportlichen Erfolge in dieser Saison, werden wir kein wirtschaftlicher Nachrücker für die jetzt anstehende DEL-Saison 21/22 sein. Habe ich dich verloren? Ja. Okay, aber so ist es. Nee, dann hake ich nochmal nach. Also wenn jetzt einer aus der DEL, jetzt aktuell, also im Lizenzierungsverfahren der DEL, von den gehabten DEL-Vereinen ausscheiden würde, aus wirtschaftlichen Gründen, würden wir nicht nachrücken können, obwohl wir diese Bürgschaft gelegt haben. Wir würden nicht nachrücken, genau, korrekt. Wir dürfen nicht nachrücken dürfen, weil Bietigheim als Erster geht sowieso hoch, denn die DEL spielt nächstes Jahr anstelle mit 14 Mannschaften, mit 15 Mannschaften. Würde darüber hinaus ein Club ausscheiden, wer auch immer, wir hoffen es nicht, weil wir haben immer gesagt, wir wollen den sportlichen Weg gehen. Ganz klar, ja. Genau. Wäre Kassel der erste Aspirant, der gefragt werden würde, ob sie dann in der anstehenden Saison in der DEL spielen würden, weil sie eben als Zweiter vor uns platziert sind. Haben die auch die Bürgschaft hinterlegt im Februar? Nein, aber die Regeln sind so. Ach so. Ah, also das ist ja schon eine ganz andere Änderung. Gut, habe ich nicht gewusst. Was ist aber jetzt der Plan für uns für die nächste Saison? Wie gehst du da jetzt vor? Wie machst du das jetzt mit dem Etat? Du musst ja einen Etat vorgeben oder du musst ja einen Plan haben. Nach was richtest du dich da jetzt? Genau. Also es ist natürlich ein Stück weit immer noch Glaskugel. Natürlich haben wir auch darüber hinaus Erfahrungswerte gesammelt. Wir wissen schon, dass es Programme gibt von der Bundesregierung, ich habe gerade ein paar genannt davon, auf die wir zurückgreifen können. Aber wir wissen nicht, ob diese Programme eben auch über den 31.12. hinaus eben gewährt werden. Und darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, eben auch Ticketing-Einnahmen aus der Saison, bereits erzielte Ticketing-Einnahmen aus der Saison 18/19 jetzt mit zu übertragen in die Lizenzierungsunterlagen. Das ist, hat der Andreas ja bereits gesagt gehabt, das sind knapp 80%, die du ansetzen kannst. Das ist gut für die Lizenzierung, weil ich meine, das kostet natürlich alles viel Geld, was wir hier in Frankfurt machen. Aber natürlich wissen wir nicht, ob die Realisierung der Einnahmen dann auch tatsächlich vonstatten geht. Und natürlich wissen wir auch, wie wir im Bereich Sponsoring aussehen werden. Sind Andreas und sein Team natürlich auch extrem fleißig wieder, so wie immer. Frage ich den auch nachher noch dazu, genau. Explizit. Ja. Und also ich meine, wir brauchen einen Puffer. Das heißt, wir können jetzt nicht all in gehen, was wir vielleicht mal geplant haben. All in ist eine falsche Formulierung. Sagen wir mal einfach, wir haben sonst einen Etat von ungefähr, oder einen Umsatz, kalkulierten Umsatz von knapp 4,5 Millionen. Da bin ich nicht willens, in die Richtung zu gehen, weil ich einfach die Unsicherheit habe, wie viele Ticketing-Einnahmen haben wir denn zum Schluss. Deswegen ist die Herausforderung halt einfach, eine Mannschaft zusammenzustellen, die bezahlbar ist, die ein gewisses Risiko für uns bedeutet. Wir wollen schon eine Rolle spielen, wir wollen eine deutliche Rolle spielen. Und aber wir können jetzt nicht in die Vollen gehen, so wie wir das vielleicht getan hätten, wenn es eben kein Corona gibt. Und wenn wir auch die letzte Saison in der Form nicht hinter uns gebracht hätten, denn dass es einen Verlust gab in der letzten Saison, das habe ich ja bereits gesagt. Also das heißt, verdammt schwierige Situation für uns alle, aber wir müssen auch nach vorne blicken, weil Corona muss ja irgendwann auch mal vorbei sein. Ja, und da ist natürlich die Bundesregierung gefordert, da ist natürlich die Landesregierung gefordert. Wir brauchen auch eine mutige Stadt, die einfach sagt, wir schauen uns jetzt die Hygienekonzepte an und erlauben den Clubs auch, die alle ihre Hausaufgaben gemacht haben. Jeder Club hier in dieser Stadt, ob es die Eintracht ist, ob es die Skyliners sind, die United Volleys, die Footballer, jeder hat seine Hausaufgaben gemacht und wir haben ein gutes Hygienekonzept. Und jetzt wollen wir natürlich auch, dass das geprüft wird und wir wollen das auch belasten, bestätigt bekommen und dann wollen wir einfach eine tolle Saison spielen mit unseren Fans in der Halle und mit maximalem sportlichen Erfolg. Aber wir werden den Club nicht aufs Spiel setzen dabei. Okay, will ich nochmal wiederholen. Wiederholen wir dann in der nächsten Sendung, damit ich wieder was zum Aufzeichnen habe. Wir werden den Club nicht aufs Spiel setzen. Gute Aussage. Aber nochmal nachgefragt von mir. Angenommen, das Szenario, was ich für wahrscheinlich halte, dass wir wieder ganz normal mit den Zuschauern hier spielen können. Das wäre toll, das wäre für uns alle das größte Geschenk. Die müssen geimpft sein und du musst vielleicht auch noch einen Mund-Nasenschutz tragen. Das kann ich mir noch vorstellen. Aber ich sage, wir können, die Saison startet ja jetzt am 1. Oktober, ist ja geplant. Ich glaube, dass wir wieder mit normalen Zuschauern rein, ohne Beschränkung mit den Zuschauern reinkommen. Was würde das denn dann wirtschaftlich für dich bedeuten, wenn das so wäre? Und vor allen Dingen auch, man weiß ja auch gar nicht, wie viele Zuschauer dann kommen, selbst wenn es so wäre, ob auch alle wieder kommen oder manche sagen, oh, ist mir ein bisschen gefährlich noch am Anfang, weiß man ja auch nicht. Würdest du dann nochmal nachsteuern? Das weiß ich nicht. Das kommt darauf an, welche Qualität wir jetzt verpflichten können, was die Mannschaft angeht, zu einem Budget, das aus meiner Sicht, es ist definiert, überhaupt keine Frage, aber das ist ein gutes Budget, ich habe es ja gerade beschrieben, aber das Nachsteuern, das ist schwierig, ja, weil du baust dir die Mannschaft so zusammen, kann der Franz sicherlich viel mehr dazu sagen als ich, du baust dir die Mannschaft zusammen, sodass du dann auch von Tag 1 des Trainingslagers zusammenwächst. Ja. Ja, da kannst du natürlich oder musst du natürlich oftmals auch nochmal punktuell nachbessern, hatten wir ja gehabt in der letzten Saison mit den vielen Verletzungen, angefangen bei Max Faber, der sich direkt vor der Saison verletzt hat, dann ausgefallen ist bis tief in die Saison hinein. So dieses Nachbessern an und für sich, da sind wir alle kein Freund davon. Ja. Wie ich es gerade gesagt habe, die Mannschaft sollte eigentlich stehen. Und dann sollten wir auch nicht vergessen, dass unsere Rücklagen natürlich aufgebraucht sind. Ja? Das heißt, den Deckel, den wir in der letzten Saison erwirtschaftet haben, den müssen wir irgendwann auch mal wieder schließen. Ja. Und, aber ich meine, Zuschauer in der Halle, für uns das größte Geschenk. Ja. Ja, also natürlich nicht nur wirtschaftlich, sondern auch emotional. Klar. Weil ganz ehrlich, die ganze Saison stehst du hier in der Halle und guckst dir diese Spiele an und es fühlt sich an wie ein Trainingsspiel und dabei geht es für um so viel. Das ist abartig, das wollen wir alle nicht mehr. Das ist ganz, ganz klar. Nachteilig war das ja nicht nur, dass wir keine Zuschauer hatten, nachteilig war es auch für die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, die jetzt seit über einem Jahr, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, die jetzt seit über einem Jahr in Kurzarbeit ist für die ja auch hart gewesen. Wie geht es da weiter? Wie ist da der Plan? Ja, für die Geschäftsstelle. Also alle Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, auch an der Stelle nochmal ein großes Danke dafür, dass sie den Weg mit uns mitgegangen sind. Das ist natürlich ganz hart gewesen. Nicht nur finanziell, sondern auch emotional, wenn du weißt, du bist so lange in Kurzarbeit, aber die Kurzarbeit wird jetzt bei uns auch Ende Juni zu Ende gehen, denn wir sind jetzt auch in einem Bereich, wo man einfach die Mitarbeiter in dem Maße nicht mehr belasten kann. Und wir müssen zusehen, wie ich es gerade auch schon gesagt habe, dass wir eine gewisse Normalität auch reinbekommen, die auch zu greifen ist. Ja? Das heißt, dass wir alle morgens aufstehen und nicht mehr Angst haben vor Corona, sondern dass wir auch gelernt haben, in den letzten 15, 16 Monaten damit umzugehen. Und, aber ich will noch mal den einen Punkt, den einen Schritt zurückgehen, weil du gerade gefragt hast, was ist dann, wenn Zuschauer erlaubt sind und das Geld, das ihr dann mehr einnehmt, wie verwendet ihr es? Kann ich dir aber auch direkt zu sagen, gibt es uns denn die Gewissheit, wenn wir im September, Oktober eine höhere Auslastung haben? Denn wir haben gelernt, auch in der letzten Saison und auch in der Saison davor, dass die Bundesregierung sehr rigoros reagiert. Und es kann ja auch sein, wenn die Inzidenzzahlen dann wieder hochgehen. Wir sind ja alle mittlerweile Hobby-Virologen geworden. Ja. Und dann kann es ja auch sein, dass einer sagt, okay, alles klar, zack, jetzt ist wieder Zuschauer vorbei. Ja, ist klar. Also deswegen, wir wollen uns bestmöglich präparieren. Sehr gut, wir spielen unterschiedlichste Szenarien durch, sowohl wirtschaftlich als auch sportlich und wollen uns bestmöglich präparieren für die kommende Saison. Das versuchen aber alle. Dann dort auch ab. Dann würde ich sagen, Stefan, dann danke ich dir erstmal. Ich mache mit dem Andreas weiter. Aber wir haben heute, ihr habt uns vorgenommen, wir spielen ja heute, liebe Zuschauer, den Air-Hockey Cup aus. Und die Auslosung hat gegeben, dass in der ersten Runde spielst du gegen den Andreas. Und Ziel ist, der 3 Treffer zu erzielen. Und wer gewinnt, qualifiziert sich, war das richtig? Qualifiziert sich für das Finale. Der Franz spielt dann nachher gegen mich und dann wollen wir mal gucken, wie das Finale ausgeht. Also jetzt bist du dran im Air-Hockey. Ich drücke dir die Daumen gegen Andreas. Dann gehe ich mich mal warm machen. Ja. Es geht los, das Air-Hockey-Duell präsentiert von Halligalli, die beiden Gesellschafter. Stefan gegen Andreas. Wer will gewinnen? Bis 3. Los geht's! 1-0, 1-0 für Stefan, 2-0 für Stefan. Wer hat zuerst? Dreimal die Scheibe versenkt. 2-0 für Stefan, 2-0. Da ist er, ein glatter Sieg, 3-0 und damit Stefan Krämer kann sich qualifizieren für das Finale im Air-Hockey Cup. Ja, Glückwunsch, Andreas, zu deinem Air-Hockey-Auftritt. 3-0 verloren gegen Stefan. Willst du einen Satz dazu sagen? Ich war schon im Talk drin und habe mich vorbereitet und hat mich Stefan einfach überrannt mit seiner offensiven Art und Weise. Und außerdem wusste ich, wie die Siegerehrung geplant ist und da habe ich mir gedacht, sollen andere gewinnen. Okay, alles klar. Kommen wir zur letzten Saison. Wir können uns ja großartig bedanken bei der Unterstützung von unseren Fans, gerade für die Dauerkarten. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, an dieser Stelle auch nochmal. Ganz, ganz recht herzlichen Dank. Aber wie sah das denn in der letzten Seite auf der Sponsorenseite aus? Also erstmal kann man den Dank ja nochmal größer spannen. Natürlich die Dauerkarteninhaber sind die einen, die uns wirklich super unterstützt haben. Wir haben es auch über alle Plattformen kommuniziert. Darüber hinaus natürlich auch jeder Hussenkäufer, jeder, der einen Aufsteller gekauft hat, sich ein imaginäres Löwenticket online gebucht hat, bis hin zu den Spray-Zuschauern. Also den Dank kann man gar nicht oft genug sagen, weil Stefan hat es ja vorhin ausgeführt, wie herausfordernd die Situation ist, überhaupt Einnahmen zu erzielen, jetzt mal außerhalb oder ausgenommen die Corona-Hilfen. Und deswegen ein sehr großes Dankeschön an all unsere Fans, egal was sie getan und gemacht haben. Vielen Dank dafür. Deine eigentliche Frage, ja, die habe ich nicht vergessen. Es geht um die Sponsoren. 15 Monate ist es jetzt her, dass wir in der Corona-Pandemie sind. Und es ist wirklich brutal gewesen, wenn du nicht mehr wöchentlich in der Saison 500 Gäste hier in der tollen Löwen Lounge begrüßen kannst, wo du die Möglichkeit nutzt, auch mal regelmäßig die Partner zu informieren und im Regelaustausch zu bleiben, sondern dass man durch die Pandemie eingeschränkt, mal sich gar nicht zu treffen, das Ganze online zu machen, auf dem digitalen Weg mit Zoom-Konferenzen und Ähnlichem, darüber hinaus in kleineren Gruppen sich trifft, was wir da gemacht haben, gerade insbesondere Ende letzten Jahres, so im August, September, Oktober, als man sich noch mit Gruppen von 50 bis 100 Personen unter Einhaltung der Hygieneregeln treffen konnten, haben wir sehr viele kleine Netzwerkveranstaltungen gemacht und auch über die Saison hinweg alles, was unter Corona-Bedingungen möglich war im B2B-Bereich, also im Business-Bereich. Es ist aber eine wirkliche Kraftanstrengung auch in dem Partnerbereich gewesen, die Partner emotional bei der Stange zu halten. Ja, natürlich haben wir diese tollen Spray-Übertragungen, wo du natürlich die Spiele dir anschauen kannst. Aber es ist natürlich was ganz anderes, vor Live-Zuschauern und mit der Stimmung, die du hier hast. Und das sehen wir schon herbei, dass jetzt die neue Saison kommt, wo wir wieder vor Zuschauern spielen können. Und ja, die Nachbetrachtung der Saison, im Prinzip muss man auch ein großes Dankeschön an die Sponsoren loswerden. Dass, die Lizenzierung steht ja jetzt bevor, dass uns sehr, sehr viele die Treue gehalten haben und auch wirklich Lust haben auf die neue Saison. Genau, das war eigentlich meine nächste Frage. Das war einmal der Rückblick. Wie hast du das abgearbeitet? Und zeitweise auch ganz furchtbar, man konnte ja nicht mal essen gehen mit den Partnern. Wie ist es jetzt die Vorbereitung praktisch für die nächste, für die anstehende Saison? Also man muss ja immer sagen, Stand heute, es sind ja erst ein paar Tage her, dass die Inzidenz in Hessen oder bundesweit unter 50 gegangen ist und dass du dann regional das Ganze öffnest. Es gibt immer noch viele unserer Partner, große Partner wie DWS und ähnliche, die weiterhin im Homeoffice sind, sogar bis Ende des Jahres. Ja. Du musst dich halt individuell auch an den Partnern orientieren. Was gibt es da für Unternehmenspolitik, wie du in den Kontakt treten darfst, weiterhin nur online oder wie wir es gerne machen, im persönlichen Dialog. Und das machen wir jetzt auch weiterhin. Auch Kaltakquise läuft weiter. Und wir sind natürlich auch froh, in der Saison, die wir jetzt hatten, auch Partner gewinnen zu können. Weil eben hatten wir das Thema, dass uns sehr viele die Treue gehalten haben. Aber auch, dass wir Partner gewonnen haben für die neue Saison. Biosa Dental, dann Aloheim, Alpha Industries. Es gibt wirklich ein paar Themen, wo wir jetzt aktuell Storytelling betreiben, die neu dazugekommen sind. Ja. Wir haben ja sehr viel auch dann über Social-Media-Kanäle kommuniziert, wie wir das Ganze verstehen, dass wir auch den Partnern unsere Reichweiten zugänglich machen zu unseren tollen Fans. Und du hast ja gesehen, die Produkte, die wir da haben, bei dem Löwen-Gin angefangen. Und es gibt auch was ganz Aktuelles, wenn du über das Thema Sponsoren sprichst. Wir haben eine Kooperation mit Alpha Industries, wo wir eine kleine exklusive Jackenauflage gemacht haben. Die Alpha Industries Jacke bei uns auch im Angriffsdrittel, wo wir zweimal drauf spielen, toll hinter dem Tor platziert. Und da planen wir noch einiges. Und ich glaube, heute ist die Premiere für dich, Rüdiger. Bist du bereit, deine Kleidung zu wechseln? Ja. Da stehe ich mal. Die Teamausstattung von Alpha Industries hier mit einem RS auf der Jacke. Ja, das ziehen wir doch mal an. Ich weiß gar nicht, was es bedeutet. Könntest du dir vorstellen, was RS heißt? Richtig stark. Richtig stark, dann passt die Jacke zu dir. Und in dem Zusammenhang danke an unseren Partner Alpha Industries, mit denen wir auch in die kommende Spielzeit gehen. Du bist sehr stolz auf deine neue Jacke. Also das freut mich sehr und bestimmt auch unseren Partner. Ja, für jede Zielgruppe, die Jacke steht hier und wir machen dann noch hoffentlich noch einige Sondereditions im Löwen-Style. Ja, wirklich richtig schick. Nächste Frage, ganz wichtig, wie zufrieden bist du denn mit dem aktuellen Sponsorenstatus? Wir haben natürlich immer sehr hohe Ansprüche an uns, insbesondere als wir vor der Corona-Saison natürlich auf einer hohen Flughöhe waren in dem Partnerbereich, in der Akquise der Sponsoren. Und das ist natürlich jetzt eine herausfordernde Zeit. Wie zufrieden sind wir mit dem aktuellen Stand? Also die Partnergespräche bisher mit unseren Bestandspartnern würde ich als sehr gut beurteilen. Aber natürlich die Unwägbarkeiten, die auch noch die Unternehmen in ihrer Zukunftsplanung haben, die... sage ich mal, wenn man die gesamte Saison sieht und das, was wir an Etat erlösen wollen, würde ich mal mit einer Schulnote 3 beziffern, weil wir wirklich noch einige Hausaufgaben gehen müssen und machen müssen. Und was man nicht vergessen darf, wir haben eine breite Partnerbasis, wo wir total stolz drauf sind. Über 200 Partner in dem Bereich Support der Exklusivpartner. Über 200 Partner. Über 200 Partner, wo wir über jeden Einzelnen happy sind, auch der aktiv ist und kommuniziert mit uns und über uns. Aber was wir natürlich noch als große Hürde vor uns herschieben, ist, den Großsponsor zu finden. Da arbeiten wir jetzt seit 11 Jahren dran. In den ersten Jahren hatten wir den mal mit Minova, Delta-Möbel und Vekumat, Veku auf der Brust. Und da müssen wir natürlich noch hinkommen, dass wir da nochmal in der Kategorie wirklich einen Großsponsor finden. Also wir brauchen Aufruf, kann man direkt einen Aufruf machen. Wir brauchen für die nächste Saison noch einen richtigen Hauptsponsor. Aber wann ist man Hauptsponsor? Wir brauchen für die Zukunft, nicht nur für die nächste Saison, einen Großsponsor, wo man sich natürlich ein individuelles Werbepaket zusammenstellen kann. Aber was es natürlich nicht hilft, ist einfach einen Link auf die Seite zu geben oder zu sagen, die würde ich mal ansprechen. Da machen wir schon sehr viel in der Kaltakquise. Wenn ein Unternehmensentscheider jetzt hier vielleicht zuschaut und sagt, da könnte ich mir bei den Löwen was vorstellen, ja? Natürlich auch in dem Bereich VIP, Business Seats etc. nicht nur ein klassisches Hauptsponsorpaket, aber da wäre es natürlich toll, wenn sich Marketingentscheider, Inhaber mittelständischer Unternehmen, großer Unternehmen dazu jetzt berufen fühlen, mit uns in Kontakt zu treten, entweder per E-Mail an Kleid@löwen-frankfurt oder Stracke@löwen-frankfurt. Ja. Das wäre jetzt genau die richtige Zeit. Also Stracke@löwen-frankfurt.de. Eine kurze E-Mail, ich habe 500.000 € übrig und unterstütze die Löwen in den nächsten Jahren. Da finden wir ein tolles Werbepaket. Sie bekommen eine Antwort, können wir sagen, oder? Ja, Andreas, nächstes ganz wichtiges Thema sind die Dauerkarten. Was ist da für die jetzt anstehende Saison geplant? Einen kleinen Schritt zurück. Wir haben ja das Dauerkarten-Abo eingeführt, noch vor Corona, im November mit der Gold-Dauerkarte und der Silber-Dauerkarte. Ich glaube, das ist mittlerweile wirklich breit kommuniziert und verstanden, was es damit auf sich hat. Und dadurch, dass wir so ein positives Feedback von unseren Dauerkarteninhabern haben, haben wir über 90% der Dauerkartenbesitzer von der Saison 2021, quasi automatisch schon in der Saison 21/22. Und wir werden da offiziell in den Verkauf gehen, wie wir es auch schon Anfang März, ich glaube es war der 3. Mai, auf unserer Homepage kommuniziert haben, dass wir offiziell in den Verkauf gehen, wenn wir wissen, wann die Saison beginnt. Das wurde jetzt von der DEL festgelegt, das wird der 1.10. sein. Dass wir zum Zweiten wissen, dass alle Mannschaften lizenziert sind und mit wie vielen Mannschaften wir dann in der Liga spielen. Und das dritte Thema ist, dass wir ein gutes Gefühl haben und eine große Wahrscheinlichkeit haben, dass wir Zuschauer in der Halle haben dürfen. Natürlich kommen die Dauerkartenbesitzer, wie wir es über alle Kanäle kommuniziert haben, als Erste rein. Und erst wenn wir diese Kapazitäten dann erreicht haben, wird es in den Tageskartenverkauf gehen. Dann kurz vor der Saison, meistens so 3 bis 4 Wochen. Aber diese Sicherheiten wollen wir haben. Gut, jetzt... hast du ja gesagt, wir haben einen hohen Anteil, die sich schon committed haben praktisch für die neue Saison durch das Abo. Wann würden die dann den Betrag für die nächste Saison abgewogen? Oder wann wird der dann fällig? Also einen genauen Stichtag haben wir noch nicht festgelegt. Ich würde sagen, das wird der Zeitraum nach der Lizenzierung sein. Und dass wir dann auch die Dauerkarte für die neue Saison einziehen. In dem Zusammenhang, ich hoffe, die Technik ist bereit. Wir haben ja heute 1, 2 Premieren. Die Jacke war die erste Überraschung. Und dass wir natürlich mit Hochdruck uns schon Gedanken gemacht haben, wie wir die Dauerkarte nächstes Jahr verkaufen und was für ein Layout und was für eine Optik sie hat. Da würde ich doch mal die Technik bitten, da hinten, da ist die Technik, da würde ich doch mal die Technik bitten, die beiden Dauerkartenoptionen Gold- und Silbervariante jetzt einzuspielen, weil ich finde, wir haben da ein tolles Layout, auch wieder mit unserem Grafiker Jan Langeler, der unsere Trikots ja designt, hinbekommen, aber der Rüdiger darf sie noch nicht sehen. weil wir haben natürlich einen Leitspruch auf dieser Dauerkarte, sowohl auf der Gold- als auch auf der Silbervariante. Ja. Jetzt, was könnte es denn sein? Soll ich dir einen Tipp geben? Wir hatten ja jetzt 10 Jahre neue Löwen, 2010, 2020 und jetzt kommt ja 91, 2021 ist ja nochmal so ein kleines Premierenjahr. Also 30 Jahre, das ist ein 30-jähriges ja, Jubiläum. Ja. 30-jährige und was fällt dir dazu ein? Ja, einmal Löwe, immer Löwe. Ja. So ja, ist es. Dann, ja. Ich hoffe, sie gefällt allen Dauerkarteninhabern bisher und auch den neuen Kandidaten, dass selbst die Optik so motiviert, sich diese Dauerkarte unbedingt zulegen zu wollen. Wir sind bereit. Also Andreas, ich fasse nochmal zusammen, korrigiere mich, wenn ich es nicht auf die Reihe kriege. Die Dauerkarte wird abgebucht, wenn feststeht, wer überhaupt mitspielt in der DEL 2-Saison und wenn dieses Lizenzierungsverfahren für alle Vereine positiv ausgegangen ist und man weiß, es spielen 14, 15 Vereine mit. Und dann gibt es eine Information an die Fans, eine Vorlaufzeit, weil du kannst ja nicht dann sagen, so jetzt ist, morgen kommt es raus, das Ergebnis und übermorgen wird abgebucht, sondern wie ist da das Prozedere? Wir haben von allen Personen natürlich die E-Mail-Adresse und dann werden wir kommunizieren, wann der genaue Tag ist, wann abgebucht wird und wann auch dann die Dauerkarte offiziell in den Verkauf geht. Okay, und der Preisvorteil, wir hatten ja sonst immer Staffeln gehabt mit dem Preisvorteil, wird es das dann auch wieder geben, nur zeitversetzt? Ganz genau. Okay. Also die Preise bleiben stabil. Okay, ja. Und genauso eine Logik, dass wir einen Vorteilspreis drin haben, bis zu Tag X wird es dann wieder geben. Unwahrscheinlich, aber ich frage trotzdem nochmal nach, falls Bietigheim nicht die Lizenz erhalten sollte für die DEL, würde Bietigheim ja in der DEL 2 weiter mitspielen, wenn sie dafür die Lizenz bekommen. Und gleichzeitig wird es aber auf jeden Fall den Aufsteiger geben. Den wird es auf jeden Fall geben. Auch immer, dass er wirtschaftlich gesagt. Genau. Es könnte also rein theoretisch auch sein, dass wir mit 15 Vereinen spielen würden. Würde dann die Dauerkarte auch preisstabil bleiben? Ich gucke mal zu meinem Mitgesellschafter Stefan, der ja auch für die Finanzen verantwortlich ist. Ich würde sagen, es ist zwar rein hypothetisch, aber dann würden wir diesen Vorteil den Dauerkarteninhabern natürlich mitgeben. Okay, gut. Haben wir das auch erstmal vorläufig geklärt. Weiteres Thema, Andreas, man sieht es an der riesigen Baustelle, direkt wenn man vor der Eissporthalle steht. Wir bekommen tatsächlich neben unserer Eissporthalle ein Schwimmbad. Es ist jetzt tatsächlich soweit. Was hat das für weitreichende Konsequenzen für uns? Also das Thema beschäftigt uns natürlich schon seit über 3 Jahren und prinzipiell finden wir es ja auch toll, dass die Stadt da Synergien nutzt in dem Bereich und dass hier ein Schwimmbad entsteht und dass auch, sage ich mal, die Personen, die hier in Frankfurt gerne schwimmen gehen, gehöre ich auch dazu, auch wenn ich eher so der Freiluftschwimmer bin, ja, dass es sowas hier gibt. Uns betrifft es natürlich extrem, dass wir diese neue Löwenlounge, die wir hier haben, dass wir die umsiedeln müssen. Es war uns bekannt, aber für einen Eishockeyclub, der normalerweise Eishockeyspiele veranstaltet und sich um da die wirtschaftliche Stabilität und alles mögliche Marketing kümmert, ist das Bauprojekt natürlich ein immenses, insbesondere weil das Office ja schon einige Zeit in Kurzarbeit ist. Und wir sind jetzt dabei mit den Partnern ABG, die die Fläche vor der Halle vorbereiten und in Kooperation mit dem Sportamt, die die Fläche vor der Eissporthalle ja uns zur Verfügung stellen, für den Umzug der Löwenlounge, da im August, September soweit ready zu sein, dass wir das Gebäude, wo wir jetzt noch drin sitzen, umgesiedelt haben. Aber es ist natürlich ein Kraftakt, was alles damit zusammenhängt. Die ganzen Anschlüsse, die vorne gelegt werden müssen. Lass mich das auch noch mal kurz zusammenfassen, damit es allen Leuten klar ist. Die VIP-Lounge, die jetzt von vorne gesehen links neben der Halle ist, auf diesem Parkplatz, wo auch der VIP-Parkplatz ist, das kommt weg. Dort kommt das Schwimmbad hin und diese VIP-Lounge kommt jetzt direkt vor die Eissporthalle vorne hin. Der Parkplatz hier fällt komplett weg, weil dort ja dann das Schwimmbad ist. Wo parken dann die Gäste, die, du hast es vorhin angesprochen, 400, 500 Gäste, die bei uns in der VIP-Lounge sind? Die Parkplatzsituation wird sich nicht verbessern, wenn hier noch ein Schwimmbad gebaut wird und hinkommt. Und wir werden wahrscheinlich über die Saison hinweg unseren Partnern und Sponsoren 2, 3 verschiedene Parkszenarien anbieten müssen, je nachdem, wie weit direkt hier am alten Standort der Baufortschritt ist, vorne auf dem Festplatz oder auch auf dem Außenring. Das wird sehr individuell dann zu jedem Spiel festzulegen sein. Spätestens dann wird jedem klar eigentlich, wie dringend wir eine neue Multifunktionsarena benötigen, weil wir dort ja auch eine gute Kooperation von unseren Partnern und Sponsoren abverlangen. Also das kann man nicht oft genug betonen. Mhm. Stefan hat es ja vorhin schon mal gesagt, was für wirtschaftliche Auswirkungen das Ganze hat, eine neue Arena und natürlich die infrastrukturelle Herausforderung, ob es jetzt Anreise von Fans ist zu der Spielstätte, Sponsoren, dass du den VIP-Bereich in deiner Spielstätte drin hast. Es sind die Themen, die wir über Jahre ja angesprochen haben und da muss es mit der neuen Koalition jetzt nach vorne gehen, dass vom Oberbürgermeister bis hin zum zuständigen Stadtrat, der für Baurecht und für Sport verantwortlich ist, eine bestmögliche Lösung für die Sportclubs gefunden wird. Okay, drücken wir die Daumen, hoffen wir, dass es dort weitergeht. Abschließend noch eine Frage zu unserem Merchandise-Shop. Das ist ja Du meinst, jetzt sind wir bei dem Thema Baustellen und jetzt machen wir auch direkt dort weiter. Ja, ja? Sehr gute Überleitung, überragend. Nein, aber ich weiß von dir, dass da ja einiges geplant ist. Was genau? Also wir wollen diesen Sommer wirklich den Online-Merchandise-Shop überarbeiten, nicht nur ein Facelift geben, sondern auch ein anderes System dahinter legen, in Kooperation auch mit unserem Partner Reservix, unserem Ticketpartner, der eine Kooperation dort hat, die wir nutzen können. Und da haben wir jetzt eine Arbeitsgruppe gebildet im Office und da werden wir bei der Technik anfangen, bei der Visualisierung der Produkte, Produktportfolio, und dass wir rechtzeitig vor der neuen Saison auch diesen Online-Shop im neuen Glanz erstrahlen lassen, weil es wird immer sehr viel über das Thema Merchandise diskutiert. Wir kriegen das natürlich auch mit und insbesondere auch über die Online-Plattform und dem haben wir uns diesen Sommer angenommen, dass wir da uns verbessern wollen. Okay. Aber du hast ja heute eine neue Jacke bekommen, ja, Rüdiger? Ja, ja. Hast du denn irgendwie einen Artikel, den du dir dann für den neuen Online-Shop wünschst? Ja, so also eigentlich ist jetzt... Quietscheentchen hatten wir schon, Bettdecke, weiß ich ja. So genau, seitdem wir die Bettwäsche haben, bin ich eigentlich... ich dachte, du hast die Kolder oder hast die komplette Bettwäsche? Die komplette Bettwäsche. Seitdem bin ich eigentlich... Pucks haben wir ja auch schon, oder? So kreativ sind wir ja schon, gell? Pucks haben wir auch. Ja, sehr gut, ja. Also es gibt auch bei uns schon Pucks im Online-Shop. Du kannst es ja überlegen. Wir werden in den folgenden Löwengebrüll-Sendungen vielleicht das ein oder andere Mal über die Entwicklung des Löwenshops berichten. Und wenn dir ein Artikel einfällt, lässt du ihn einfließen. Kann ich das gerade nochmal für unsere Zuschauer wiederholen? Hast du gesagt, dieser neue Online-Shop ist fertig zur Saison, zum Saisonbeginn? Oder habe ich es falsch verstanden? Das ist unsere Zielsetzung. Ja. Ah, Zielsetzung, ja. Okay, also die Zielsetzung ist bis zum Saisonbeginn. Ja, Andreas, da würde ich sagen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass ich alle Fragen gestellt habe, die in deinen Bereich fallen. Ich weiß, dass du eine Menge Arbeit hast, dass viel Arbeit jetzt in dem Sommer vor uns liegt. Man kann es sich eigentlich gar nicht vorstellen. Drück dir die Daumen, dass es klappt. Kopf hoch, verlieren nicht die Nerven und freue mich gemeinsam mit dir auf eine neue Saison. Danke dir. Bitte. Ja, liebe Löwenfans, ein ganz wichtiger Bestandteil der Löwenorganisation sind auch die vielen ehrenamtlichen Helfern. Und ihnen widmen wir eine eigene Rubrik in unserem Löwengebrüll, The Unknown Heroes. Hallo ihr Lieben, ich bin die Anni und ich bin seit 5 Jahren stolze ehrenamtliche Mitarbeiterin bei den Löwen. Ich habe mich diese Saison um den Presseraum und unsere Pressegäste gekümmert, die in die Eishalle kommen durften. Und die Jahre zuvor hat der ein oder andere mich vielleicht auch schon an der Seite von Trevor gesehen. Ich gehe in die Eishalle, seit ich 5 Jahre alt bin und das Besondere daran ist einfach, dass ich nicht nur Freunde fürs Leben gefunden habe, sondern auch eine zweite Familie dazu bekommen habe. Das waren unsere beiden Gesellschafter und jetzt kommen wir zu unserem Sportdirektor Franz-David Fritzmeier. Ach, Moment, Franz, wir müssen erst unser unser Air-Hockey-Spiel machen. Los geht's. So, ihr Lieben, seid ihr bereit? Ja. Und jetzt das zweite Spiel. Ja. Unser Stadionsprecher der Herzen gegen Franz-David Fritzmeier, unseren Sportdirektor. Präsentiert von Halligalli, die Kinderwelt. Los! Ihr kriegt gleich 2 Minuten wegen Spielverzögerung, ja? Hier, nimm das! Ah, Pfosten! Du bist Kassel wieder, ne? Ja! Das war Kassel. Ja! Franz, es fällt mir schwer, ich kann es nicht anders sagen. Glückwunsch zum 3:2 Eishockey-Sieg. Knapp, aber ich bin echt erleichtert. Ein Sieg gegen dich, Rüdiger, das ist Balsam auf der Seele. Ach, das hängt mir die ganze Saison nach. Franz, die Saison ist jetzt, liegt jetzt hinter uns. Man kann schon sagen, 1, 2 Wochen. Wie hast du denn den ganzen Wahnsinn verarbeitet? Ja, ich muss sagen, es war nicht so einfach, ehrlich gesagt. Also es war eine lange Saison, ja, mit vielen Dingen, die wir vorher nicht kannten, die vorher nie da waren. Und dann natürlich auch unser Ausscheiden war natürlich sehr bitter und es braucht natürlich schon ein paar Tage, um das zu verarbeiten. Gleichzeitig der Vorteil ist natürlich dann in meiner Position, dass es direkt weitergehen muss. Ja, dass ja direkt und dass wir natürlich auch nicht mehr so früh dran sind, weil wir ja bis in den Mai gespielt haben, was ja auch selten da war oder eigentlich noch nie da war. Wir nur bis 1. Mai leider. Aber trotzdem bis in den Mai und dass wir vorher auch nicht richtig planen konnten. Also ja, bei allem, wie schwer es war, muss es trotzdem weitergehen. Ne? Ist klar, kommt viel Arbeit, aber blick mir nochmal zurück. Hört sich bei mir für mich ein bisschen negativ an, als ob du gar nicht so richtig zufrieden bist mit der Saison. Ich will mal sagen, als Fazit, wir haben ja gegen Bietigheim gespielt im Viertelfinale. Wir haben 15:15 Tore geschossen gegen Bietigheim, sind 2 Minuten vor Schluss ausgeschieden. Im Finale dann Kassel gegen Bietigheim, schießt Bietigheim auch 15 Tore, Kassel aber nur 14 Tore. Da kann man doch mit Fug und Recht sagen, wenn man das direkt vergleicht, wir sind Hessens Nummer 1. Du bist echt der Beste. Jetzt habe ich mir 2, 3 Wochen, habe ich mir jede Ausrede parat gelegt und du legst sie mir so im Mund. Ja. Echt Wahnsinn. Also ich finde, Zahlen lügen nicht. Ja, absolut. Nein. Also ich muss sagen, man macht sich viele Gedanken, aber du bist uns keine Ausrede zu schade. Ne? Ja. Nein, die Statistik ist was für Verlierer, mein Lieblingsspruch. Kommen wir zur Personalsituation, Franz. Wie ist Stand heute? Wer bleibt denn sicher von unseren Spielern für die nächste Saison? Stand heute sind wir zumindest schon mal sehr zufrieden, dass wir zumindest den Basti Kutschis behalten können, ja, der wirklich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Wir hatten ihn ja damals schon gerne bei uns behalten und er ist zu uns zurückgekommen und hat gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Er ist immer noch ein junger Torwart, aber ich denke, er ist auf jeden Fall ein Mann für die Zukunft für uns. Und auch der Jonas Gehr, der natürlich jetzt im Moment noch keine so große Rolle spielt, der bei unserem Oberliga-Partner Spielpraxis weiter sammeln muss. Aber man braucht auf jeden Fall 3 Torhüter und er hat auch viel Potenzial, aber er ist noch sehr jung und er wird natürlich Zeit brauchen. Aber wir sind auch froh, dass wir ihn als stabile Nummer 3 haben. Dann muss ich sagen, sind wir sehr froh, dass zumindest einer unserer jungen Willen, der Daniel Wirth, obwohl er selbst auch sicher die Möglichkeit gehabt hätte, vor allem auch aufgrund seines Alters. Die jungen Spieler sind ja sehr begehrt, in die DL zu wechseln. Aber ich muss sagen, er hat selber erkannt, dass es für ihn auf jeden Fall Sinn macht, hier zu bleiben und dass das hier der nächste wichtige Schritt ist. Und deswegen sind wir froh, dass wir ihn behalten konnten. Dann Christian Obo ist ja einer unserer U21-Spieler, der jetzt letztes Jahr noch nicht so eine Rolle für uns gespielt hat, aber es ist ja auch wichtig, also auch also aufgrund der Regeln der DEL 2, ja, dass man U21-Spieler braucht, die mit einem besonderen Fördervertrag ausgestattet sind, mhm, und davon ist der Christian einer. Ja. Wir hoffen uns natürlich dieses Jahr einen Schritt nach vorne bei ihm. Mhm. Okay, ja. Und dann natürlich, wie die letzten Tage bekannt geworden ist und wo mir ein großer Stein vom Herzen gefallen ist, dass wir unseren zumindest offensiven Top-Verteidiger Max Faber behalten konnten, unseren mittlerweile dienstältesten Spieler. Ja. Spielt jetzt die, kann ich gerade sagen, der spielt jetzt die 5. Saison und er war ja auch von Anfang an verletzt, war sehr brutal lange verletzt. Wir wussten ja lange Zeit gar nicht, ob er überhaupt noch mal in dieser Saison spielen kann. Aber dann kam er zurück und das haben wir nämlich gerade da und hat gleich in seinen ersten 3 Spielen 3 wichtige Tore geschossen. Und damit wir noch ein bisschen Eishockey auch in der Sommerpause haben, haben wir das für euch da. Kurzer Eck. Mitchell. 2-auf-1 Konter für die Löwen. Faber! Herzlich willkommen zurück in der DL2. Max Faber mit dem Siegtreffer zum 4:3 in Überzahl. Gut abgewartet, den Puck rübergebracht. Und Frankfurt nimmt dann doch noch den Zusatzpunkt mit. Was für ein Spiel. Und tatsächlich... Nochmal die Chance, nochmal die Möglichkeit. Und da ist die Scheibe im Tor. Es ist wieder Max. Kerbäschchen versucht es direkt. Geklärt vom Schlittschuh von Keller. Nochmal Faber und dann ist er drin. Die Löwen sichern sich den Zusatzpunkt am heutigen Spielabend. Die Tower Stars erneut... Nach 2-0-Führung müssen sie 2 Punkte auf die Verlustliste setzen. Franz, wer bleibt noch? Dann haben wir ähnlich wie Daniel Wirth im Sturm, deren Miskowski, auch ein U24-Spieler, der Gott sei Dank bei uns geblieben ist. Auch er war sehr begehrt von anderen Clubs. Mhm. Natürlich aufgrund seiner Leistung, aber in jungen Jahren, aber aufgrund seines Alters. Es gibt ja in der DL die neue Regel, dass es jetzt 3 U23-Spieler geben muss, deswegen, in der Line-Up, ja, von 19 Spielern. Aber er hat sich Gott sei Dank entschieden, bei uns zu bleiben. Und dann auch der Konstantin Vogt, der bis jetzt ja auch hauptsächlich bei unserem Kooperationspartner gespielt hat, aber unser U21-Spieler ist, von denen bei uns im Line-Up auch 2 stehen müssen. Den konnten wir Gott sei Dank auch bei uns behalten und erwarten einen Schritt nach vorne. Dann unser Kämpfer, der Manu, ja, leider auch von Verletzungspech gebeutelt. Wie geht es ihm aktuell? Ja, ist auf dem Weg der Besserung. Es wird noch eine Weile dauern, bis er wieder ganz fit ist. Also aber er könnte heute noch nicht spielen? Heute könnte er noch nicht spielen, mhm, und, aber wir hoffen natürlich zum Saisonstart, dass er wieder dabei ist. Sag ihm alles gute Besserung. Auf jeden Fall, er ist ein wichtiger Mann für uns, wie man immer gesehen hat. Ist absoluter Kämpfer, hat uns auch sehr gefehlt. Dann Alexei Dimitrijew wird auch bei uns bleiben. Sicher nicht eine Personale, von der wir uns letztes Jahr mehr erhofft hätten. Mhm. Ja, ist nicht so in Schwung gekommen, wie wir es gedacht hatten. War nicht die Verstärkung. Aber wir sind guter Hoffnung. Er ist jetzt auch im Sommer hier, wird mit uns arbeiten, dass er nächste Saison, wir können ja nicht von einem Schritt nach vorne reden, er ist ein erfahrener Spieler, aber dass er seine ganze Qualität, sein ganzes Potenzial ausschöpft. Ja. Wir sind jetzt exklusiv im Löwengebrüll. Gibt es 2 weitere Spieler, die bei uns in der letzten Saison aktiv waren, die auch in der nächsten Saison das Löwentrikot überstreifen. Ganz genau. Wir sind sehr froh, heute verkünden zu können, dass unsere Abwehrmauer, ja, die ja oft nicht so im Sonnenlicht steht, sondern mehr hinten abräumt, Marius Erk und Karl Sonnenburg, ja, 2 unserer sehr defensiv starken Verteidiger, dass die bei uns bleiben und in die nächste Saison mit den Löwen gehen. Super, ja. Marius Erk, einen Riesensprung gemacht in der letzten Saison. Absolut. Der Marius Erk ist jetzt dann die 4. Saison bei uns, ja, als echter Frankfurter. Ja. Haben wir auch nicht so oft und hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Er hat letztes Jahr wirklich nochmal einen großen Sprung nach vorne gemacht und ist, wie gesagt, also wir brauchen ja zu Max Faber auch absolute Pendants. Also, und Marius Erk und Karl Sonnenburg sind absolut diese Leute, die 100% zuverlässig sind. Ich denke, beide auch letztes Jahr alle Saisonspiele bestritten, ja, waren in allen Spielen dabei, sind absolut zuverlässig. Und oft, wie gesagt, nicht so im Rampenlicht, aber diese Leute, die Kohlen aus dem Feuer holen, wenn es eine Führung zu verteidigen gibt, und ganz wichtige Leute für uns. Kommen wir zur nächsten exklusiven Meldung, kommen wir nämlich mal zu den Neuverpflichtungen. Franz, was ist denn da geplant? Ja, ich denke, da ist uns durchaus schon ein kleiner Coup geglungen mit Ryland Schwartz. Ja, es war ein Spieler, den wir schon länger beobachtet hatten, aber aufgrund seiner Karriere, wie sie vonstatten ging, er hat in der DL dann gespielt, nachdem er in Heilbronn begonnen hatte, seine Deutschlandkarriere, ging er in die DL nach Bremerhaven, hat da 2 sehr erfolgreiche Jahre gespielt, wurde dann von Nürnberg verpflichtet und ist dann vielleicht auch Corona-bedingt wieder in der 2. Liga gelandet. Und wir hatten jetzt die Chance zuzugreifen und wir erwarten uns von ihm, dass er vor allem unser Powerplay verstärkt. Er hat hohe Scoring-Qualitäten. Wie alt ist er? Ist 31 Jahre alt und ist sicher ein Spieler, der auch eine gewisse Führungsqualität in die Mannschaft bringen wird, eine gewisse Härte sicher auch reinbringen kann. Also ist ein Allround-Spieler, der aber sicher seine Stärken in der Offensive hat. Okay. Ryland Schwartz kennen unsere Zuschauer schon, ein Teil jedenfalls. Was gibt es noch zu vermelden? Wie du weißt, Rüdiger, ist es immer ganz wichtig, dass die Tinte trocken ist. Es ist noch einiges weiteres vorbereitet, aber wie gesagt, sie ist noch nicht ganz trocken. Deswegen müssen wir noch ein bisschen warten. Nein, es muss immer sicher sein. Wir haben ja auch noch andere Löwengebrüll-Sendungen. Ja, liebe Löwenfans, wie immer alle aktuelle Informationen auf unserer Homepage unter Team oder in den Social Medias unter Facebook, Twitter oder Instagram. Franz, die Spieler haben wir durch. Wir brauchen aber noch einen neuen Trainer. Wie ist denn da der Stand? Absolut, und da sind die Gespräche weit fortgeschritten. Wir können es heute noch nicht verkünden, aber ich denke, wenn die nächsten Gespräche das verdeutlichen, die wir bis jetzt geführt hatten, wird es zeitnah einen neuen Trainer für die Löwen geben. Ich bin wirklich gespannt, wer der Trainer wird. Kommen wir aber noch zum anderen Thema. Wir hatten in der vergangenen Saison, eigentlich auch schon in der Saison davor, aber vor allen Dingen in der vergangenen Saison viele Verletzte. Woran liegt das eigentlich? Ja, das hat uns natürlich auch viel Kopfschmerzen bereitet, die Vielzahl der Verletzungen, auch der schweren Verletzungen. Ich denke, diese Saison war schon auch ein Punkt, dass die Vorbereitung eben sehr kurz war, ja, Corona-bedingt. Auch im Sommer konnten die Spieler, bis auf die Spieler, die bei uns hier in Frankfurt verblieben sind, nicht so 100% trainieren. Und wir waren auch nicht die einzige Mannschaft, die einige Verletzte zu beklagen hatte. Aber ich sage schon, ein Großteil. Ist das so, das muss ich noch mal kurz einhaken. Ist das eigentlich nur so mein Bauchgefühl, weil ich natürlich die Löwen ganz besonders verfolge, dass du da denkst, oh, das sind besonders viele Verletzte und alle anderen haben das eigentlich auch ähnlich jetzt. Wie war das jetzt in dieser Corona-Saison? Also, was ich so mitverfolgt habe, waren es insgesamt schon viel mehr Verletzungen bei allen Mannschaften, egal ob in der DL oder in der DL 2. Bei uns, würde ich sagen, war es extrem. Ja, also es war schon extrem bitter dann, vor allem auch beim ersten Spiel in den Playoffs oder kurz davor, dass noch mal 3 Spieler ausgefallen sind. Ja. Aber insgesamt denke ich schon, dass die Saison, die Vorbereitung nicht optimal war für die Mannschaften und dann auch während der Saison die Corona-Pausen, die nur auch einige Mannschaften hatten, Corona-bedingt, und dann dieser Spielplan, der natürlich auch brutal war und extrem war, und das natürlich viele Kräfte gekostet hat, und dann, wenn man die Kraft verliert, Energie verliert, dann zieht es einfach Verletzungen nach sich. Corona, du hast es eben schon gesagt, hat uns ja besonders schwer erwischt. Was mir besonders, ich will fast schon sagen, nahegegangen ist, ist die Geschichte mit David Suvanto. Kannst du das nochmal aus deiner Sicht erzählen? Ja, wie ich gerade schon ein bisschen angesprochen, bei uns war es extrem. Nicht nur verletzungsbedingt, und Corona hatten auch fast alle Mannschaften bis auf Kassel. Bei uns kam natürlich dann der Punkt dazu, dass wir mit David Suvanto und auch mit Martin Buchwieser zwei Fälle hatten, aber vor allem Suvanto, mit dem es sogar so weit gekommen ist, dass er in der Kabine zusammengebrochen ist. Der war weg, in einer Mannschaftsbesprechung, und es war natürlich schon ein Schock für uns. Ja, es wurden alle Tests vorher gemacht, er war eigentlich wieder bereit zu trainieren, zu spielen, hat er auch wieder angefangen zu trainieren, und wie aus dem Nichts dann. War das direkt nach dem Spiel gewesen eigentlich? Nein, das war vor einer Trainingseinheit, morgens bei einer Mannschaftsbesprechung, wo wir noch dachten, ja, macht er jetzt Witze oder was ist jetzt passiert? Ja. Er ist in den Armen eines Mitspielers dann zusammengesackt und war dann erstmal ein bisschen weg. Und das war natürlich ein Schock, ja, natürlich für die Mannschaft, für uns Trainer. Also es war, da wurde uns auch mal bewusst, also wirklich bewusst, was das überhaupt alles für Auswirkungen haben kann. Und wir hatten dann ja auch noch den zweiten Fall mit Martin Buchwieser, der nach der Corona-Erkrankung wieder zurück war, auch diese ganzen Tests gemacht hatte, ob er wieder spielen kann, und sich dann nach einem Spiel nicht gut gefühlt hatte, und dann festgestellt wurde eben, dass auch bei ihm sich eine Herzmuskelentzündung entwickelt hatte, und ja, danach fiel er auch mehrere Monate aus, und das sind alles so Dinge, wo natürlich, gerade wenn es um Herz Dinge geht, wo schon einschneidende Momente sind. Ja. Hast du zu David Suvanto noch Kontakt? Weißt du, wie es ihm aktuell heute geht? Ja, er hatte sich ja am Ende der Saison auch wieder erholt und musste so ganz konservatives Aufbautraining machen. Aber er war viel bei der Mannschaft, war viel bei uns. Wir haben uns auch viel um ihn gekümmert, weil es natürlich auch mental schwierig war. Ich habe jetzt die Tage nochmal mit ihm telefoniert. Kann er wieder Eishockey spielen? Er wird zu einem anderen DEL 2 Club wechseln. Ah, okay. Ja, was uns auch freut für ihn, dass seine Karriere in Deutschland weitergeht. Ein ganz feiner Typ, der für den leider die Saison ganz schwierig war. Und wir hoffen für ihn, dass er, und er ist, denke ich, auch auf dem besten Weg, wieder ganz gesund zu werden. Ah, Gott sei Dank, und wir wünschen ihm natürlich das Allerbeste für die Zukunft. Auch von mir, David Suvanto, alles Gute für dich. Franz, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, die du gehabt hast. Du hast noch eine Menge Arbeit vor dir, eine große, große Herausforderung erneut. Aber die noch größere Herausforderung ist jetzt für dich das Finale im Airhockey. Absolut. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich grüße alle Fans zu Hause am Fernseher. Und es war eine lange Saison, eine schwierige Saison für euch alle. Ja, wir waren nicht immer top. Ja, es war insgesamt schwierig, aber wir wollen nicht jammern. Wir wollen nach vorne schauen. Hoffentlich jetzt schon mal das Finale beim Airhockey gewinnen und dann in eine gute Zukunft schauen. Alles Gute, Franz. Danke. Okay. Und liebe Zuschauer, das Finale im Airhockey bis 3. Stefan Krämer gegen Franz-David Fritzmeier. Los geht's! Sein. 2-1 für Stefan Krämer. Noch einmal muss er die gelbe Hartkugelscheibe versenken. Dann wird der Sieg liegen. Aber Franz gibt nicht auf. Und da ist er drin, Glückwunsch, Sieger, Stefan Krämer. Wir kommen gleich zur Siegerehrung. Jetzt kommen wir zur Siegerehrung, die vorgenommene Kommunikationsleiterin von Löwen Frankfurt, Jana Duderstadt. Bitte schön. Danke. Stefan, ist eine Ehre. Den anspruchsvollen Löwen. Das ist eine tolle Auszeichnung. Sieger im Airhockey Cup 2021, Stefan Krämer. Ja, Stefan, nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg und euch nochmal vielen lieben Dank, dass ihr es heute hier geschafft habt. Kriegt ihr noch jeder eine Flasche Benediktiner aus dem Hause Licher, neu im Programm. Für dich auch, Andreas. Und für euch zu Hause habe ich natürlich auch ein Sixpack Benediktiner aus dem Hause Licher zu gewinnen. Einfach eure Namen unter die Kommentare schreiben und ihr seid stolzer Besitzer mit etwas Glück von einem Sixpack Benediktiner Hell.